Leute, hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Habt ihr Lust auf eine Hotelzimmer-Roomtour? Seit langem kam ja kein Video von mir. Wenn ja, dann bleibt einfach dran. Ich nehme euch mit in das Zimmer 68 und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir befinden uns hier im Hotel Relaxa Bellevue in der Alster in Hamburg. Und ihr seht schon, da hinten geht schon die total stylische Lampe an. Wir befinden uns hier im Vorraum sozusagen oder im Vorflur mit einem schönen großen Spiegel, der den Flur größer wirken lässt. Gefällt mir persönlich richtig gut. Kommen hier auf die rechte Seite und befinden uns gleich im gemütlichen Bad, will ich jetzt mal sagen. Also es ist absolut ausreichend. Handtuch trockne, da das Handtuch schon benutzt. Mit der Dusche zur Linken, auch die hat schon bessere Tage gesehen, aber für ein 3-Sterne-Hotel und der Preisklasse absolut ausreichend. Großer, schöner Spiegel mit dem obligatorischen Haartrockner-Föhn, den Kosmetiktüchern und natürlich den Kosmetikspiegel für die Dame, wer es denn braucht. Absolut. Schön. Ja, sauber. Man kann nichts dazu sagen. Es ist wirklich sehr sauber, ordentlich hinterlassen. Okay. Dann verlassen wir mal das Badezimmer. Gehen in den Wohn- und Schlafbereich. Achso, vorbei hier noch an dem Einbauschrank. Mit Beleuchtung. Safe da drin, wer es benötigt. Ja. Ihr seht schon. Hier haben wir eine kleine Sitzgelegenheit. Auch alles schön stylisch zusammen abgestimmt zur Tapete. Der Sitz bzw. der Sessel. Und auf der gegenüberliegenden Seite einen riesengroßen, oder was heißt riesengroßen, einen schönen großen Spiegel, der den Raum größer wirken lässt. Stylische Lampe, die gefällt mir persönlich richtig gut. Ich nehme euch einmal so komplett mit. Ja, und hier seht ihr auch die zwei Nachttische. Lämpchen, die dimmbar sind. Zack, bis auf 0 runter. Und ihr seht auch schon die verschiedensten Zeitschriften hier liegen. An dieser Stelle sei gesagt, no product placement, also ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier vorstelle. Sondern ich mache das einfach, weil es ja mein Hobby ist sozusagen. Ne? Also für jeden was dabei. Couch, 156 Tipps für den Traumsommer, Men's Health, Hansa Style, Man and Woman and the Kronos. Wie gesagt, wenn das für jemanden von Interesse ist, der hat hier seine Freude dran. Hier das obligatorische Wasser der Relaxa Hotels. Hat natürlich seinen Preis, 3,50 Euro. Aber gut, die wollen ja auch leben, die lieben Leute. Kleiner Snack für den Abend oder zur Nacht. Kommen wir in diesem Zusammenhang auch gleich zu diesem kleinen Schränkchen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hat schon bessere Tage hinter sich. Die Minibar, auch an dieser Stelle nochmal, no product placement. Und hier werde ich mir vielleicht das ein oder andere Getränk heute nochmal gönnen. Heute Abend muss ich nochmal überlegen. Mal schauen. Gut. Ja, was mir ganz besonders gefällt, ist nicht der Fernseher, der ist absolut ausreichend, aber dass hier eine Nummerierung zu finden ist der einzelnen Sender, wo die zu finden sind, dass man nicht lange suchen muss. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, seit langem mal wieder eine kleine Roomtour, lasst doch einen Daumen nach oben da, empfehlt uns weiter, schaut auch unsere anderen Videos und in diesem Sinne sage ich dann Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.